Ah, da sitzt du ja, du elender Frauenschläger. Dich habe ich gefressen, Junge. Da kannst du dich drauf verlassen. Herr Otzlem, und raten Sie mal, wen ich gleich gefressen habe. Das sind die Zeugen, die reinkommen und schon mal irgendwie von Haus aus irgendjemand beschuldigen. Haben wir uns verstanden, Sie wissen, ja. Schätze? Schön, Herr Otzlem. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie, und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Herr Özlem, Murat ist Ihr Vorname, Sie sind 30, wohnen in Kerpen. Was sind Sie vom Beruf? Ich betreibe einen Kiosk, bin selbstständig. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Mit Sicherheit nicht. Herr Özlem, der Kiosk liegt direkt unter der Wohnung des Ehepaars Ortay, ist das richtig? Ja, sicher. Da kann ich Ihnen noch was zu sagen. Zu Typen wie der Ortay, der gehört weggesperrt. So Typen, die Frauen schlagen, die kann ich jetzt verdammt nicht ab. Das sind Leute für mich, die gehören, das ist das letzte Dreck, was es überhaupt in der Menschheit gibt. Und letztens ist er noch bei mir im Laden ausgetickt, hätte mir den Laden versucht, mir den Laden auseinanderzunehmen, dieser Spacko. Herr Özlem, geht's auch ohne Beleidigungen? Spielen Sie auf diesen 5. Januar an, auf diese Geschichte, von der ich weiß? Ja, sicher. Da ist dieser Typ da in meinem Laden reingekommen und plötzlich, wie von der Tarantel gestochen, flippt er total aus und macht mich dafür verantwortlich, dass ich seiner Frau Korn verkaufe. Und ich wusste ja nicht, wo ich dran bin. Ich habe dem doch hier nichts getan. Und was hat er gemacht? Ja, der hat mich gepackt und dort mich durch das Schaufenster und die ganzen Kamelle, die lagen da rum, ich mittendrin. Ich wusste ja nicht, was mir passiert ist. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt stehen Sie genau so da, wie Sie damals da standen. Aber was doch viel interessanter ist, Herr Özlem, hören Sie doch mal auf, meinen Mandanten die ganze Zeit so einseitig zu belasten. Was viel wichtiger ist, wie viel Alkohol haben Sie denn an Frau Ortay so im Schnitt verkauft? Ja, hören Sie mal, das ist doch nicht meine Baustelle. Die Frau ist so alt genug, die weiß doch, was gesund ist und was nicht. Und Sie machen schön Umsatz, klar. Also, Herr Özlem, Herr Ortay ist ja angeklagt wegen des Zusammenschlags der Körperverletzung an seiner Frau am 17. Februar. Darum geht es jetzt eigentlich. Und Sie haben auch schon gesagt, es hat öfter Streitereien gegeben. Die haben Sie als unmittelbarer Nachbar von den beiden auch mitbekommen. Ja, sicher. Da ich ja den Kiosk unten drunter habe, direkt, die wohnen ja über mir, habe ich das öfter mitgekriegt, wie die da oben da die Bude zerfetzt haben. Die haben sich richtig gefetzt. Und ich habe mir immer nur gedacht, oh mein Gott, die arme Frau, dass diese Stadt noch alles gefallen lässt von dem. Mensch, Mädchen, guck dich doch mal an. Du kannst doch was Besseres kriegen als wie diesen Idioten da. Ja, vielleicht Sie, Herr Özlem, dann können Sie zusammen den Laden führen. Aber mal zurück zur Sache. Am Tattag war da die Frau Ortay auch bei Ihnen am 17.02. und hat Alkohol gekauft? Also ich kann mich jetzt nicht an dem Datum genau festlegen. Ja. Aber die Frau Ortay ist tagtäglich bei mir reingekommen, hat sich eine Flasche Korn mindestens bei mir geholt. Ja, und wann? Im ganzen Tag? Immer nur abends, nachmittags oder auch mal morgens? Ich habe keine Ahnung. Ja, die ist morgens schon bei mir eingetaucht und hat sich ihre Ration geholt. Wie morgens? Das kann doch gar nicht sein. Da gehst du doch arbeiten. Naja, die ist jeden Morgen bei mir einen ausjahren, jetzt hier Flasche Korn. Frau Ortay, Sie sind Kinderkrankenschwester. Heißt das, dass Sie regelmäßig alkoholisiert zum Dienst gehen? Nina, ich hab gedacht, du hättest Peter erzählt, dass du schon letzten August gekündigt hast. Frau Ortay, heißt das, Sie sind seit August 2005 arbeitslos? Weshalb haben Sie Ihren Arbeitsplatz verloren, Frau Ortay? Das hört sich jetzt aber auch an hier. Verloren. Ich wollte da halt nicht mehr arbeiten. Der Schichtdienst, das ist einfach nichts für mich. Ich wollte auf eine Hebammenschule gehen demnächst und mich dann eben selbstständig machen. Wie bitte? Davon hab ich überhaupt gar nichts gewusst. Ja, du wärst auch gleich ausgeflippt. Ich kann dir überhaupt gar nichts mehr sagen. Also Herr Ortay, Sie haben das nicht mitbekommen. Sie müssen es doch mitbekommen haben, wenn Ihre Frau auf einmal nicht mehr arbeitet. War das vielleicht der Grund für Ihre Gewaltausbrüche? Das Geld wurde langsam knapper in der Haushaltskasse. Wie, ist deshalb dazu gekommen, dass Sie geschlagen haben am 17. Februar, was am 28. September. Was soll das denn jetzt überhaupt? Erst erfahre ich, dass sie morgen schon anfängt zu trinken. Und dann höre ich auch noch, dass sie überhaupt gar keinen Job mehr hat, dass sie gekündigt hat. Noch Fragen an den Herrn Özlem im Moment? Das frage ich auch. Nein, danke. Frau Ortay, unter diesen Umständen werde ich mit Sicherheit mit dem Krankenhaus telefonieren, mich mit Ihrem Arbeitgeber kurzschließen. Das interessiert mich jetzt tatsächlich, warum, wann und weswegen gekündigt worden ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich lade ihn oder ich telefoniere jetzt mit Ihrem Einverständnis, dann geht es etwas schneller. Oder brauche ich Zeugen hier? Rumstimmen lassen Sie sich nicht mehr, was? Bestimmt nicht. Dann können Sie meinetwegen auch telefonieren. Mit wem? Mit Frau Dr. Rodemann. Zeuge Özlem bleibt unvereidigt. Sie können hinten Platz nehmen oder gehen, je nachdem, wie viel Sie Zeit haben. Und dann werde ich mit Frau Dr. Rodemann darüber mal sprechen. Die Verhandlung wird bis dahin unterbrochen.
Ich frage mich wirklich, was das für eine Ehe ist, Herr Ortei? Was ach, ist Herr denn Hümer, das? Lass uns doch nicht um die Sache reden. Komm nicht mit, ob die Ehefrau arbeitet, ob sie morgens trinkt. Dann danke ich Ihnen erstmal, Frau Dr. Rodermann, für das offene Gespräch. Ja, falls ich Sie nur als Zeugin brauche, hören Sie von mir. Auf Wiederhören. Ja? Entschuldigung, Ihr Arbeitskollege hat mich hergeschickt. Irgendwie hat er Sie im Saal nicht erreicht. Sie verhandeln doch zurzeit die Strafsache gegen Peter Ortei. Zurzeit ist das richtig. Ich bin also nur ganz kurz hier. Ich muss sofort in die Verhandlung zum Fortsetzen. Guido Alsmann ist mein Name. Guten Tag. Ich bin Arbeitskollege und ganz guter Freund von Peter. Eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein. Dann machen Sie mal eigentlich die Tür zu, nehmen hier vorne Platz. So, worum geht es? Vielen Dank. Sache ist die, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, das werden Sie mir nicht glauben. Ich habe es auch nicht geglaubt, als ich das gehört habe. Die Verhandlung wird fortgesetzt mit der Vernehmung des Zeugen Alsmann. Und ich habe den Verfahrensbeteiligten in der Zwischenzeit ja gesagt, weshalb wir diesen Zeugen jetzt anhören werden, was er mir alles erzählt hat. Herr Alsmann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man könnte mal schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Alsmann, Guido ist Ihr Vorname. Sie sind 27 Jahre alt, wohnen in Kerpen, sind Elektroinstallateur von Beruf und mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Sie sind ein Kollege und ein enger Freund des Angeklagten. Und jetzt erzählen Sie uns bitte alle, weshalb Sie gekommen sind. Die Frage kann ich mit einem Satz beantworten. Der Peter wird von seiner Frau geschlagen. Und zwar häufig und heftig. Dass ich nicht lache. Ich soll Peter schlagen? Das ist doch lächerlich. Aber Guido, was machst du überhaupt hier? Wir hatten eine Abmachung. Peter, du bist mein Kumpel, du bist mein Freund. Ich bin hier, weil ich dir helfen will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hier nicht schaffen nein, wirst. Nein, Sie sind nicht da hier im Moment, weil Sie ihm helfen wollen, sondern weil Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn, das als Mann, weshalb glauben Sie, dass Herr Ortei regelmäßig von seiner Frau geschlagen wird? Ich werde es Ihnen kurz erzählen. Wie ich es gerade eben schon mal erzählt hatte, ich bin seit längerem ein Arbeitskollege von Herrn Ortei. Und wir sind auch schon seit Jahren befreundet. Und da habe ich das häufiger mal gesehen, dass er immer blaue Flecke hatte, mal ein blaues Auge, mal ein Pflaster im Gesicht. Gut, er hatte dann immer die passende Ausrede parat gehabt, er sei die Leiter runtergefallen, weiß ich nicht, gestürzt, ihm wäre der Fernseher explodiert, keine Ahnung. Ich meine, ich bin nicht blöd, das habe ich ihm nicht geglaubt. Ja? Und was noch dazu kommt, er ist auch nicht der Typ, der so schusselig ist, dass ihm das alles passiert ist. Ja, und wie hat dann mein Mandant auf Ihre Hartnäckigkeit reagiert? Ja, ihm war das schon ein bisschen unangenehm, das habe ich gemerkt. Er wollte ausweichen und ist nicht so richtig rausgerückt, aber irgendwann hat er sich dann doch den Mut genommen und hat mir die ganze Geschichte erzählt. Peter, pack hier bitte aus, erzähl deine Geschichte. Erzähl den kompletten Leidensweg. Leidensweg, Entschuldigung. Mein Leidensweg vielleicht. Ich bin die Einzige, die hier leidet. Nee, ich verstehe im Übrigen nicht, wenn das so sein sollte, Herr Ortei. Warum haben Sie das mit keinem Wort erwähnt? Warum sagt er nichts davon? Wenn ich da kurz einhaken dürfte, ich habe mich da mal schlau gemacht. Und zwar ist es nämlich häufig so, die Betroffenen in so einem Fall, denen ist das so peinlich. Die wissen nicht, mit wem sollen sie drüber reden. Sie haben Angst, dass sie ausgelacht werden. Und ganz ehrlich, ich als Mann kann das verstehen. Ne? Wenn ich von meiner Frau vermöbelt werde, ja, und ich mich nicht von ihr trennen kann, wem soll ich das erzählen? Mir wäre das auch peinlich, ja? Peter, du hast mich gebeten, dass ich heute nicht hier hinkomme. Ich kann das verstehen. Du wolltest das alleine durchziehen, ja? Aber ich sag dir eins, wenn du das heute hier nicht klarstellst, wirst du aus diesem Teufelskreis niemals rauskommen. Du hast damit nichts zu tun. Das ist mein Ding. Da muss ich ganz alleine durch. Hör auf damit. Herr Ortei, ich frage mich jetzt nur Folgendes. Wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dass Sie von Ihrer Frau misshandelt werden, dann bleibt dennoch die Frage, warum hat Ihre Frau diese schweren Verletzungen, die ja dokumentiert sind, durch Fotos und durch einen Attest aufgewiesen? Haben Sie sich irgendwann mal gewehrt? Natürlich nicht. Haben Sie zurückgeschlagen? Nein, natürlich nicht. Herr Ortei, Ihre Frau musste zweimal behandelt werden. Mindestens zweimal. Die war in ärztlicher Behandlung. Da muss doch irgendwas passiert sein. Ich habe damit nichts zu tun. Was anderes kann ich nicht sagen. Ich bin hier das Opfer und sonst keiner. Hör endlich auf damit! Ja, ich finde, du solltest jetzt mal schön den Ball flach halten, ja? Ich war dabei an dem Abend. Ich weiß, was passiert ist, ja? Ich habe gesehen, wie du ausgeflippt bist. Ich habe gesehen, wie du rumgeschrien hast. Du lügst doch! Pur. So. Und Sie sprechen jetzt ja bereits vom 17. Februar. Und dann erzählen Sie, was da an diesem Tag geschehen ist. Es war so, der Peter hatte sich endlich dazu entschieden, sich von dieser Gewitterhexe zu trennen, ja? Hat endlich den Mut gefasst und ist zu mir gezogen, was ich ihm schon Wochen vorher angeboten habe, ja? Und die ganze Sache zu beenden. Dann war er bei mir und es gab halt das Problem, er musste noch Sachen holen, wichtige Sachen aus der Wohnung, wo er sich nicht getraut hat. Da habe ich gesagt, komm, zack, Peter, wenn du Angst vor deiner Frau hast, kein Problem, dann fahre ich hin und hole die Sachen für dich. Ja, gut, wir sind hingefahren. Ich dachte, es geht schnell. Ich wollte reingehen, das Zeug holen und wieder raus. Aber mit schnell war da nichts. Die alte Kuh war ja da. Ach, bitte.
Stockbesoffen war sie, ja? Ich bin gerade zur Tür rein, geht sie auf mich los, schreit und das stimmt, schlägt mich. Das stimmt überhaupt nicht. Das weißt du ganz genau, du lügst. Oh, die feine Dame, ich lüge. Hä? Ja, du lügst. Entschuldigung mal bitte, wer hat mich denn geschlagen? Mit der Thermoskanne. Das stimmt nicht. Mit der Thermoskanne hat sie mich geschlagen, ja? Nicht einmal, nicht zweimal. Dann kam der Peter rein, ja? Sie direkt auf Peter losgeschlagen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Rumgeschrien. Ich weiß nicht, wie es passiert ist in dem Handgemenge. Ich, mit dem Ellenbogen habe ich sie weggestoßen. Sie ist gegen das Sideboard geknallt, auf den Boden. Ja, und Guido wollte dann sofort die Polizei rufen, aber das wollte ich nicht. Das ist mein Ding, da musste ich durch. Und Guido wollte mir auch nur helfen, das war der Einzige, mit dem ich sprechen konnte. Und hätte ich das gewusst, dass sie mich nachher anklagt hier, dann hätte ich das niemals gemacht, ich weiß es nicht. Und ich dachte, ich könnte ihr damit sogar helfen, dass ich gesagt habe, dass es ein Unfall war. Dazu möchte ich mal die andere Seite hören. Hm. Noch Fragen jetzt im Moment, Hernan Alsmann? Ich habe keine weiteren Fragen. Bleibt unfertig. Nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Frau Ortei und Sie bitte hier vorne. Ihre Rechte und Pflichten als Zeugin sind Ihnen ja bekannt, hatte Sie schon darauf hingewiesen. Ziehe ich mich jetzt im Moment. So. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal, was Frau Dr. Rodermann mir erzählt hat. Man hat Ihnen im August 2005 fristlos gekündigt, weil Sie mehrfach betrunken zum Dienst erschienen sind. Möchten Sie sich jetzt zu dem äußern, was Ihr Mann oder Zeuge Alsmann gesagt hat? Ja, ach Gott, das, es ist wahr. Die ganze Sache mit Frau Krömer und ihrem behinderten Kind, ihr Psychoterror, das hat mich so fertig gemacht. Ich wusste auch nicht mehr weiter. Ich fing an zu trinken. Immer mehr. Irgendwann habe ich schließlich gedacht, ohne den Alk kriege ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Das haben die bei der Arbeit im Krankenhaus natürlich gemerkt. Die haben mich verwarnt. Wenn ich nicht aufhöre, verliere ich meinen Job. Ein paar Wochen hat es funktioniert. Da habe ich sie in das Licht führen können und so tun können, als wäre alles in Ordnung gewesen. War es ja aber nicht. Und das haben sie auch dann gemerkt und mir einfach fristlos gekündigt. Und dann ist das Ganze außer Kontrolle geraten. Können Sie das mal beschreiben, was außer Kontrolle geraten ist? Okay. Ja, ich habe dann meinen Frust an Peter ausgelassen. Eigentlich wollte ich nur Geborgenheit. Ich hatte so Angst, ihn zu verlieren. Ich habe mich so beschissen gefühlt und keinen Job mehr. Ich dachte, ich bin so unattraktiv jetzt für ihn. Und dann verlässt er mich einfach. Und das wollte ich nicht. Wir hatten hin und wieder auch dann unsere guten Zeiten. Dann kam es aber immer wieder hoch, diese Verlustangst. Aber irgendwann sind Sie dann gewalttätig geworden, Ihrem Mann gegenüber, oder? Ja, das stimmt. Ich habe Peter schon geohrfeigt, wenn er nur ein paar Minuten zu spät von der Arbeit nach Hause kam. Diese Zerstörungslust ist einfach immer mehr gewachsen. Ich hatte so Angst, ihn zu verlieren. Er schloss sich dann immer ins Arbeitszimmer ein. Aber das hat mich nur noch mehr wütend gemacht. Dann habe ich immer stärker auf ihn eingeprügelt. Und hat er irgendwann zurückgeschlagen? Hat Ihr Mann zum Beispiel am 28. September 2005, hat er sich da gewehrt? Ich habe mir so gewünscht. Ich weiß, es klingt total krank, aber ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dass er einmal zurückschlägt. Dann hätte ich wenigstens gemerkt, dass ich ihm nicht ganz gleichgültig bin. Also, er hat nie geschlagen. Aber ich habe ja vorhin ausdrucksweise den Bericht von Dr. Grünwald verlesen. Und er war ja absolut der Meinung, dass man solche Verletzungen letztendlich nicht durch einen Leitersturz bekommen kann. Und hatte Ihren Ehemann verdächtigt, Sie ja hier auch. Wie ist es zu diesen Verletzungen gekommen? Die sind ja auch attestiert. Ich habe mir diese Verletzung selber zugefügt. Ich wollte Peter damit erpressen. Er sollte auch bei mir bleiben. Ja, und das mit der Schwangerschaft, war das auch alles nur erfunden? Ja, die Schwangerschaft war auch eine Lüge. Ich weiß, dass das falsch war. Aber ich wollte Peter eben an mich binden. Es tut mir leid. Herr Ortei, Sie hätten das von Anfang an sagen müssen. Wäre Ihr Freund Alsmann heute nicht hier als Zeuge verhört worden, wären Sie verurteilt worden. Ich weiß das ja, aber ich wollte ihn einfach nicht damit reinziehen. Er hat mit dem Stress einfach nichts zu tun gehabt. Und was glauben Sie, wie peinlich das für mich ist? Ich lasse mich von meiner Frau schlagen und kann nichts dagegen tun. Ich habe auch immer noch Hoffnung gehabt, dass irgendwie, dass sich das alles noch mal bessert. Und es gab ja auch wieder die schönen Zeiten. Nach ihren Attacken, da war sie auch wieder ganz lieb und nett und alles war harmonisch. Und ich habe wirklich gehofft, dass es noch mal alles besser wird. Und Sie wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber Frau Orte, zur Hoffnung? Ich meine, sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass Ihr Mann irgendwann spätestens mal hier einfach die Wahrheit sagt? Ich war so wütend, dass er mich verlassen hat. Ich war fast blind vor Wut. Und außerdem habe ich gedacht, ihm ist das viel zu peinlich. Ich war mir sicher, dass er nichts sagt. Es ist doch peinlich, von seiner Frau geschlagen zu werden. Noch Fragen an die Zeugin Orte? Nein, keine. Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie hinten Platz, Frau Orte. Noch Anträge? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, ich denke, dass ebenfalls wie der Verteidiger, der Angeklagte hätte vielleicht schneller reden sollen. Es sagt sich von außen leichter, als es ist, aber ich halte es für richtig. Der Angeklagte ist ja frei zu sprechen, denn letztlich hat geschlagen an diesem Tag der Zeuge, inwieweit da möglicherweise Notwehrexzess, ich weiß es nicht, vorliegt. Das wird dann noch zu prüfen sein. Also Freispruch für den Angeklagten. Frau Vorsitzende, ganz kurz, mein Mandant ist frei zu sprechen, das beantrage ich auch. Sie haben das letzte Wort. Was sagen Sie dazu? Ich bin einfach nur froh, dass das jetzt raus ist. Ich bin erleichtert. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Stutzig bin ich geworden bei der Aussage von Herrn Murat. Bis dahin war ich sehr unschlüssig, was passiert ist. Herr Murat hat gesagt, Sie haben sich beide gefetzt. Und üblich ist an sich, wenn jemand geschlagen wird, dass er an sich eher schweigt. Da dachte ich plötzlich, ist irgendwas dran an dieser Geschichte, dass es auch anders irgendwie auch umgekehrt sein könnte. Es ist nun mal wirklich so, dass in einer ganz überwiegenden Art und Weise seitens der Männer Gewalt ausgeübt wird. Aber man darf niemals blind sein, denn umgekehrt sind diese Frauen ja auch durchaus in der Lage, ihre Interessen, ja, zu vertreten. War das ein Vertreten Ihrer Interessen? Frau Orte, wie Sie zum Alkohol gekommen sind, ich weiß es nicht, ob es wirklich daran liegt, dass Sie dem Terror ausgesetzt gewesen sind, hier von Frau Grömer, die es nicht schafft, mit der Diagnose umzugehen, dass Sie aller Voraussicht nach, und jedenfalls hat mir das auch Frau Rodermann am Telefon noch bestätigt, tja, ein Kind bekommen hat, das mit einem Hirnschaden zur Welt gekommen ist. Und dann diesen Terror ausgeübt hat, man flüchtet sich vielleicht in den Alkohol und trifft auf jemanden, der so geschlagen worden ist in seiner Jugend. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Viele schlagen. Viele aber haben dann auch genau das Gegenteil, dass sie sich in eine absolute Passivität zurückziehen. So hat ihr Ehemann reagiert. Und sie fühlten sich sogar so sicher, dass sie das hier bis zum Ende nahezu durchgezogen haben. Das wird für sie noch Folgen haben. So kann ich es nicht hinnehmen. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Revision und der Berufung. Es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Nina Ortay wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und unartlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung verurteilt.